Hallo meine Lieben, da ist sie, die Müller Lookbox Christmas Edition. Mein Mann hat Glück gehabt und hat die für mich gewonnen. Und ich bin hier rumgehüpft im Wohnzimmer wie ein kleines Kind. So habe ich mich gefreut. Und die packe ich jetzt ganz schnell mit euch aus. Ich muss gestehen, ich habe sie schon vorher ausgepackt, weil ich auch noch einen Blogbericht habe. Den verlinke ich euch hier drunter, wo ich noch ein bisschen mehr auf die Produkte eingehe, auf die einzelnen und ja, das ein oder andere auch schon ausprobiert habe. So, in dieser Box ist immer noch mal eine Box. So sieht die diesmal aus. Wunderschön, wie ich finde. Die ist jetzt leer, weil ich ja alles schon ausgepackt habe. Und ich fange mal mit den Düften an, die drin sind. Also, das waren ganz viele Sachen diesmal drin. Richtig tolle Sachen im Wert von 75 Euro. Und als erstes fange ich mal an mit dem Duft von Otto Kern. Am besten wäre natürlich, wenn ihr das jetzt riechen könntet. Ich finde, der ist ganz angenehm, der Duft. So sieht das aus. Ist das nicht ein hübscher Flakon? Schaut mal. Wunderschön, oder? Der riecht süßlich. Ja. Ich habe überhaupt keine Idee, mit welchem Duft ich das jetzt vergleichen könnte. Riecht auf jeden Fall sehr angenehm. Ich selber werde ihn vermutlich nicht benutzen, weil ich einfach schon viel zu viel Parfüm habe. Ich werde ihn verschenken an Weihnachten. Und ja, genauso geht das mir mit dem zweiten Duft von Bruno Banani. Eine Limited Edition von Bruno Banani. Packen wir mal aus. Sexy and Dangerous. So sieht der Flakon aus dazu. Schick, oder? Mega pink. Es riecht auch sehr süßlich, aber fruchtiger als der von Otto Kern. Ich mache mir den mal drauf. Ist mir jetzt aber zu süß. Ich mag schon süßliche Düfte, aber die müssen eher in das Frische gehen. Also nicht, die dürfen nicht zu süß sein. Frische Düfte mag ich lieber. Oder Rosendüfte. Und das ist definitiv kein Rosenduft. Riecht lecker, aber leider nicht für mich. Also wird er auch verschenkt. Der Duft von Bruno Banani. So. So sieht es aus. Hübsch aus, oder? Schaut mal. So, was haben wir denn noch? Noch ein Duft, den ich allerdings richtig gut finde und den ich auch behalten werde. Das waren jetzt zwei Düfte, die regulär drin waren. Und dann gab es noch zwei Düfte, die als Probe nur drin waren. Muss ich sagen, fand ich jetzt ein bisschen schade, speziell bei diesem Duft, weil ich den richtig toll finde. Aber es ist eine große Probe und deswegen denke ich, die wird auch von GG&L White Apple. So sieht die Probe dazu aus. Und der duftet, oh, der duftet lecker. Der duftet auch süß nach weißem Apfel. Den mache ich mir mal hier drauf auf die Seite. Also ich würde euch das jetzt gern riechen lassen. Der duftet unglaublich gut. Auch süß, aber frischer als die anderen beiden. Und den behalte ich definitiv. Es ist, für mich wäre es ein Parfüm so für jeden Tag. Also ein ziemlich cooles Parfüm. Okay. Ein Duft, der jetzt nicht speziell für mich ist. Eine Probe von Axe war dabei. Ja.
Signature. Keine Ahnung. Duftet jetzt nicht so, ist nicht so mein Fall. Okay. Weiter geht's mit ganz tollen Sachen. Okay, eins noch, was ich jetzt nicht unbedingt brauche, war drin. Und zwar Tee. Ich bin ja eher so die Kaffeetante. Tee kriegen bei mir höchstens Gäste, die da speziell danach verlangen. Der duftet nach Heidelbeere. Es ist ein Heidelbeer-Joghurt-Tee. Ein Früchtetee. Ja, direkt von der Müller-Teestube, von Müllers Teestube. Ich habe gar nicht gewusst bisher, ehrlich gesagt, dass Müller auch eine eigene Teelinie hat. Ja, wieder was gelernt. Und vielleicht auch mal ab und zu die Augen aufhalten und schauen, was es da noch so gibt. Für meine Freunde, Freundinnen, die lieber Tee mögen als Kaffee. Okay, weiter geht's. Jetzt kommen nur noch ganz tolle Produkte, für mich zumindest. Ich fange mal an mit dem Lippenstift, mit dem Lippenpflegebalsam von Birds Bees, so. Mit Vanille. Ganz toll. Ich habe im Sommer einen benutzt, auch von Birds Bees. Der hat einen rosanen Schimmer gehabt. Richtig toll und ganz pflegend. Und der trocknet die Lippen überhaupt nicht aus. Also du musst nicht ständig nachschmieren oder so. Das ist, die sind ganz toll. Also die sind rein natürlich, auf rein natürlicher Basis. Auch mit echter Vanille ist der hier wohl. Und ich freue mich gerade jetzt im Winter. Ganz toll. So, dann haben wir Nagellacke. Ja. Und zwar ist das mein allererster Essilack. Schaut mal. Ist das nicht eine tolle Farbe? Eigentlich wollte ich sie mir für euch lackieren. Mache ich gleich noch und stelle dann Bilder auf meinem Blog. Habe ich jetzt irgendwie vergessen. So, welche Farbe ist das? Das ist... Ja, wo steht denn das? Wo steht denn das? Die Nummer 55. Ich schreibe es euch einfach auf meinem Blog, welche Farbe das ist. Stand ja auch mit dabei. Auf jeden Fall ist das ein wunderschönes dunkles Rot. Das ist jetzt zu Weihnachten oder im Winter in der dunklen Jahreszeit, finde ich das mega toll. Und als ich bin auch gespannt, wie die Essilacke jetzt so sind. Ich gelesen habe ich von viel drüber, aber noch nie einen ausprobiert. Und auch mein erster Edding-Lack. Das ist ein Überlack mit ganz viel Goldglitzer. Ich zeige euch das mal. Mit großen Goldglitzerstücken vor allem. Schaut mal. Kann man das sehen? So. Wahnsinn, oder? Wie groß die sind. Okay, bevor es hier tropft, machen wir schnell wieder zu. Wie gesagt, ich lackiere mir nachher die Nägel und dann poste ich euch auf meinem Blog die Bilder. Also, schaut auf meinem Blog vorbei. Unten ist der Link in den Kommentaren. Und jetzt zu meiner Lieblings-Make-up-Marke, und zwar Make-up Factory. Okay, da war nämlich Lidschatten drin. So, und zwar ganz tolle Farben. Schaut mal, sind die nicht wunderschön? Die haben einen leichten Schimmer. Und man, also ich mache jetzt nochmal, ich mache jetzt nicht alle Farben für euch. Sieht man jetzt nicht so bei meinem Licht. Auf die Farbe bin ich gespannt. Das ist wie so ein Orange, so ein bisschen. Kann man das sehen? Mein Licht ist jetzt nicht so toll. Oh, schade. Na gut. Also es ist ein, die haben so ein bisschen eine cremige Konsistenz von Make-up Factory. Und ja, vielleicht werde ich den demnächst auch mal für euch
testen und ein paar Bilder posten. Mal schauen. Und dann noch ein wunderschöner Lidschatten, ein schimmernder Lidschatten von Catrice. Ist der nicht schön? Lumiere von Catrice aus der Reihe Lumiere. Der schimmert und hat auch eine cremige Konsistenz. Den mache ich euch mal hier drauf. Sieht man ein bisschen. Ich finde ihn wunderschön. Ach so, ja, bei den Make-up Factory Sachen, bei der Palette, die kann man auch als Highlighter verwenden. Super. Nicht nur als Lidschatten, sondern als Highlighter. Finde ich klasse von den Farben. Ja, und dann noch als allerletztes von Sally Hansen diesen tollen Überlack. Der soll super schnell trocknen. Ich bin gespannt. Die Nummer 1 in den USA. Man kann angeblich alle Farblacke drunter tragen. Der drüber getragen, diesen Topcoat Insta Dry heißt der. Ja, angeblich soll der super schnell trocknen und sehr lange halten, habe ich gelesen. Bis zu 10 Tage. Oh, da bin ich gespannt. Ich habe ja schon einen ganz guten bis jetzt, einen ganz guten Topcoat. Ja, von Miss Lean. Der ist wirklich richtig gut, von aus dieser Gel-Reihe. Und ich bin gespannt, ob der den toppen kann. Okay, dann das war's mit den Produkten. Wahnsinn, finde ich. Wie gesagt, die haben einen Wert von über 75 Euro insgesamt. Bezahlt habe ich, nein, nicht mal 5 Euro. Ich habe nur 4 Euro bezahlt. Ja, weil nämlich es gab 20% an dem Tag, als ich die Box abgeholt habe in der Müller Drogerie. Das fand ich richtig toll. Auf alle Kosmetik- und Parfumartikel, alle Drogerieartikel. Und da habe ich nur 4 Euro bezahlen müssen. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß auf meinem Blog. Schaut euch meine Bilder an, stöbert ein bisschen durch. Und wenn ihr Kommentare habt, gerne hier, auch Kritik, immer gerne hier unter dem Video. Ich antworte allen. Ciao.